bin die Silke, hallo. Und hallo. Wir konzentrieren uns jetzt hier. Ich bin voll konzentriert, wie immer. Wärst du so ein nettes Käppi? Ach so, ja, kann ich das mal abnehmen, aber ich lasse es ja, genau. Auch, aber ja. Für 4 Minuten noch für die zweite Veranstaltung. Dann sollten wir uns schicken. Ne? Mhm. Ingmar, du trittst ja unglaublich viel auf. Wird man da nicht zum Alkoholiker? Weil die meisten Kollegen gehen ja dann immer nach dem Auftritt noch was trinken. Wir sind doch vor Kamera, das kann ich doch jetzt nicht sagen. Der MDR hat so ein bisschen noch die Stasi gehen. Man wird überall mit aufgezeichnet. Trinken? Nee, ich bin nicht so alt. Ich trinke nur so Tussi-Cocktails höchstens. Da bin ich ganz groß drin, aber ansonsten, ich mag kein Bier. Und wir trinken bin ich auch kein großer Fan. Künstler, die viel unterwegs sind, dann abends so an der Hotelbar abhängen, ist ein Gerücht. Nee, das ist kein Gerücht. Ach, das ist kein Gerücht. Und die trinken dann immer Tee, oder? Eigentlich alle besoffen. Aber auf mich trifft das leider nicht zu, weil ich mit Alkohol nicht so. Ich habe da andere Schwächen, die du vielleicht noch rausfindest, je länger du schminkst. Du hast ja den Deutschen Comedy-Preis 2014 gewonnen. Will man das? Ja. Was? Ob man das will. Ob man das will? Wirst du doppelt bezahlt für Interviews und Make-up oder kriegst du nur einmal Geld? Fühlst du dich gerade jetzt so interviewt? Ja, deswegen. Ist das so eine Sparmaßnahme von MDR, wo sie sagen, da kann die Make-up-Frau das Interview gleich noch mitmachen? Ja. Ich muss die Frage beantworten, weil du weißt aus. Ja. Genau, du weißt, wer auch was. Deutsche Comedy-Preis? Doch, schon, klar, freut man sich. Das ist ja der wichtigste deutsche Comedy-Preis, den wir haben. Es gibt ja nur einen. Also bist du stolz drauf auf den? Ja, stolz. Ich habe mich gefreut. Ja. Ist ja eher so ein, sagen wir mal, wir waren ein bisschen suspekt, dass es halt Sender sind, die 2 Jahre vorher noch gesagt haben, das wird hier nicht stattfinden. Jetzt geht's langsam los. Oh, jetzt geht's aber sowas von los. Jetzt schimpft der Thorsten. Jetzt Mist, so. Feste Schneider. Fertig? So.